Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Idle Wizard. Ich habe gerade eine Challenge verkackt und jetzt irgendeinen Run neu gestartet. Das ist aber gar nicht der spannende Punkt, warum ich hier aufnehme. Der spannende Punkt ist, es gab einen Patch und wenn das Video rauskommt, ist der Patch wahrscheinlich schon eine ganze Weile draußen, weil ich ungeplanterweise immer noch sehr viel vorproduziert habe. Aber wir gucken uns auf jeden Fall mal die neuen Features an. Es gibt nämlich eine neue, also prinzipiell zwei neue Features sogar, nämlich zum einen die Mana Source Catalysts. Catalysts, nicht zu verwechseln mit den Catalysts aus Crusaders, sind hier kleine, stackable, stapelbar, also man kann mehrere gleichzeitig haben, Powerquellen, die Mana-Quellen, also die eigentlichen Mana-Quellen verbessern. Und es gibt zwei Sorten von Catalysts, nämlich Lesser Ones, die einem einen kleinen Bonus geben, der sich nach und nach steigert, je nachdem mit der oder je nach Menge der Lesser Catalysts, die man hat. Also man kriegt da für jeden Lesser Catalyst wird der Bonus ein bisschen erhöht insgesamt. Und dann gibt es Greater Ones, Das eine ist additiv, wenn ich das richtig verstehe, und die Greater Ones funktionieren multiplikativ. Okay, beide wirken aber gleichzeitig, also man muss sich nicht aussuchen, nehme ich jetzt das eine oder das andere, also es funktionieren beide gleichzeitig. Und die werden auch während Exiles oder während man Exile beibehalten. Also das ist quasi eine neue dauerhafte Fortschrittsquelle, wenn das Wort Fortschrittsquelle existiert. Ich bin mir da unsicher. Außerdem gibt es einen neuen Trial Mode, den Trial of Valor. Und den gucken wir uns gleich mal an. Da habe ich auch noch nicht reingeschaut. Ich habe dankenswerterweise ungefähr 5 Minuten, bevor dieser Patch kam, so 8 Trial Stones verballert. Das war halt irgendwie nicht so clever. Aber gut, kann ja keiner mitrechnen. Story dahinter ist, ja, es gibt diverse Bedrohungen über die ganze Welt verteilt und man kann die Kristallkugel jetzt benutzen, um damit irgendwas zu machen. Und irgendwie drei Sorten von Attacken und hier und da. Ich würde sagen, bevor ich jetzt das alles hier, das Kleingedruckte einmal übersetze, gucken wir uns das einfach direkt an und schauen mal, wie das funktioniert. Und als Belohnung für eine Trial of Valor kriegen wir eben so einen entsprechenden Catalysts. Also die Catalysts bekommt man auch nur daher, wenn ich das im Moment richtig verstanden habe. Außerdem gibt es einen neuen Item-Slot, nämlich die Offhand-Items. Da habe ich auch gerade schon was gecraftet, da gehen wir gleich nochmal drauf zu. Dann gibt es weitere Rewards für Trials. Also das wird ein bisschen erweitert. Es gibt insgesamt 10 neue Items, 16 Trial Milestones, 14 neue Paragon-Level, 34 Achievements, 66 neue Upgrades. Und außerdem werden Secret Achievements jetzt mit dem Namen angezeigt, auch wenn sie noch nicht unlocked sind. Paragon 37 wurde ein bisschen gebalanced, das Timeshaper-Upgrade wurde ein bisschen gebalanced, Trial Milestones wurde ein bisschen was gemacht. Am User-Interface wurde auch ein bisschen gedreht. Unter anderem sehen hier die Buttons anders aus. Hier die beiden Buttons sehen anders aus. Und der Kram, um die Sachen hier hoch zu klappen, also so, was auch auf Leertaste liegt übrigens, ist jetzt hier unten hingewandert. Statt hier oben. Was ich irgendwie noch nicht so richtig glücklich finde, aber okay, sei es drum. Können wir eigentlich Ressourcen einsammeln? Nee, es lohnt nicht. So. Das ist mein nettes Offhand-Item. Die Nether Fist, die ich gerade. Oder sind das nur Hände? Ist das nicht Offhand? Doch, ich glaube, es ist auch. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ganz nett. Erhöht halt Void Mana pro Entity. Das ist ganz nice. Meine Gem Shoes, die ich noch gecraftet habe, habe ich tatsächlich schon einmal aufgewertet. Das habe ich spaßeshalber mal mit einem Gegenstand gemacht, wo ich mir dachte, hey, ich probiere das mal aus. So be it. Ansonsten sind wir hier noch nicht wahnsinnig viel weiter. Ich habe übrigens rausgefunden, wie der Progress funktioniert. Da kommt man aber an sich auch nicht drauf. Also das habe ich dann auch im Wiki nachgelesen. Jede Ressource, die man hier einsammelt, also ne, hier 34, 6, 21, 28 und so weiter,
Erhöht diesen Counter um 0,05 Punkte. Also ich muss 20 Ressourcen einsammeln, damit ich halt einen Punkt kriege. Das ist halt leider nicht so direkt ersichtlich gewesen. Ja. Ansonsten würde ich sagen, habe ich gerade nicht so viele Materials, dass ich gerade fröhlich irgendwas craften will. Von daher lasse ich das eben mal. Bin am Überlegen, ob ich die Gem-Shoes noch weiter aufwerten möchte bei Gelegenheit. Also möchte ich, glaube ich, ziemlich sicher, aber gerade nicht. Außer ich habe halt auch nicht so viele Ressourcen über. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal die Trial of Valor an. Da gibt es natürlich im Wiki noch gar nichts zu. Utilize the Crystal Ball to find and engage various threats in combat. Wir starten mal. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun muss. Okay, da resetten wir auch gar nicht für. Was macht das jetzt? Muss ich Spells craften? Okay. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, was ich hier mache. Oh, ist das, wogegen er gerade resistet? Ist es das? Ah, okay, verstanden. Ich dachte, er wäre nur irgendwie damit gerade angreifbar. Aber wenn er da gerade resistet, okay. Dann machen wir das doch so. Lädt sich das hier irgendwann wieder auf? Weiß ich halt nicht. So, prinzipiell müsste das passen. Okay, es ist irgendwie sehr weird. Ich weiß nicht, ob ich davon überzeugt bin, aber okay. Ich hab gerade so überhaupt keine Reaktionsgeschwindigkeit, ne? Es ist noch früh am Morgen, ich hatte noch keinen Kaffee. So, das. Ach, der heilt sich auch wieder. Son of a gun. So, wir haben ein Grimoire und... Achso, wir haben zwei Catalysts bekommen. Einmal für Mana Gems und einmal für Grimoires. Steht hier jetzt irgendwas mit bei? Ah, Catalysts hier. Okay, das sind Lesser Catalysts. Die verbessern das Einkommen da jetzt um 12,5%. Okay. Aber wir kriegen trotzdem hier auch den Trial Bonus. Das ist ganz nice. Okay, ja, leider habe ich jetzt kaum Trial Stones. Das ist ein bisschen ungeil. Ich habe eine ganze Menge Challenges noch freigeschaltet, die wir irgendwie nochmal machen oder die ich mal angehen sollte. Weiß ich noch nicht. Die neuen Paragon-Stufen habe ich mir noch gar nicht angeguckt. E600 Mysteries. 1000 Catalysts. 800 Achievements. 550 Mysteries, 500 Catalysts. 500 Catalysts, wenn, also das sind halt 250 Trials, das ist halt sau viel. Okay, wobei hier Level 52 auch schon ist, 500 Trials absolvieren, okay. Ja gut, wir hängen halt immer noch auf Paragon Stufe 8, also von daher... Aber wir sind fast Stufe 9. Mir fehlt halt ein Attributspunkt. Und den kriege ich theoretisch in 4,5 Stunden. Von daher, was ist denn dann Stufe 10 eigentlich? Ach Gott. 410 Achievements. Das ist gar nicht so viel. Das sind 14 Achievements, die ich noch brauche. Da ist definitiv noch ein bisschen was machbar.
Also das ein oder andere Pad, was ich inzwischen freigeschaltet habe. Können wir da definitiv noch ein bisschen leveln? Ja, da geht schon noch was. Das ist alles schon ganz ordentlich. Aber gerade die Geode, die können wir auf jeden Fall nochmal locker auf 120 pushen. Das sind schon 3 Achievements. Muss ich mal gucken, den Shadow Stalker kriege ich, glaube ich, so schnell noch nicht freigeschaltet. Da brauchte ich irgendwas für, oder? Oh, wobei, nee, das geht total. Ich muss halt nur eine Stunde 20 spielen und darf da maximal eine Stunde im Idle Mode sein. Das könnte ich sogar mal angehen. Habe ich es gerade richtig rum gesagt? Eine Stunde 20 spielen, eine Stunde maximal im Idle Mode? Also beziehungsweise weniger als eine Stunde? Ist das richtig? Müssten wir halt... ungefähr 25 Minuten aktiv klicken und dann irgendwie einen vernünftigen Timer haben. Ist natürlich jetzt nicht so spannend, ne? Andererseits auch eine ganz gute Möglichkeit, aktive Klicks zu sammeln. Auch wenn ich jetzt nicht so richtig viel klicke. Ja. Ja, ich muss gleich noch eine kleine Reise antreten. Naja, kleine Reise ist auch übertrieben, aber... zu meinem Vermieter beziehungsweise zu meinem Immobilienbüro. Hier nämlich auf dem Hof, wo die Mülltonnen stehen, jetzt so ein Tor davor ist, seit keine Ahnung, bestimmt schon 3 Monaten oder so. Also ist schon eine Weile her. Und da ist jetzt tatsächlich ein Schloss drin und das Ding kann abgeschlossen werden. Ich hatte dann tatsächlich einen Brief im Briefkasten, so, hey, Sie müssten den Schlüssel dann bitte im Büro abholen und dafür unterschreiben. Ich bin mal sehr gespannt, weil im Moment klemmt das Tor eigentlich schon so, dass man die Tür überhaupt nicht richtig zukriegt, also so weit, dass man überhaupt schließen könnte. Aber mal gucken. Ich gehe da gleich mal hin, ich hier mit Aufnehmen fertig bin und geduscht habe. Ist zum Glück nicht so weit weg. Da sind vielleicht so 10 Minuten Fußweg, also es ist echt ganz entspannt. Realistisch betrachtet sind es noch nicht mal 10 Minuten, glaube ich, von daher. Tja, dachte, kann ich hier irgendwas Spannendes zeigen? Aber die Trial war natürlich jetzt so, also es ist halt so ein schäbiges Minigame irgendwie. Also ist okay. Und angesichts der Tatsache, dass man hier auch den Bonus für kriegt, ist halt die Frage, ob man die anderen Trials überhaupt noch machen möchte. Also man kriegt auf jeden Fall Crafting Materials für die anderen Trials jetzt auch noch mit dazu. Also es gibt halt einen Random Reward. Oh, okay. Okay, jetzt verstehe ich das. Wir haben 2 Catalysts bekommen, weil ich einen als festen Reward hier bekommen habe und dann eine Sache zufällig aus der Liste und das war eben zufällig auch ein Green Catalyst. Alright. Also ist es nicht mal gesagt, dass man jedes Mal 2 Catalysts kriegt. Dafür kann man für die Trial of Skill theoretisch auch einen Catalyst bekommen. Okay. Fancy Schmancy. Also wir waren bei den Achievements hängen geblieben, ne? Ja, also bei der Geode geht auf jeden Fall was. Shadowstalker dann gegebenenfalls. Den End können wir auch nochmal locker auf 100 ziehen. 120 müsste eigentlich auch machbar sein. Und den Arkanen Wok vielleicht auch.
So, habe ich denn hier Idle Time? Character Time? Sehe ich das hier gar nicht? Ich werde schon gar nicht die... Und doch, das stimmt, hier brauche ich ja überhaupt keine Stats. Ich wollte gerade sagen, ja, ich brauche bestimmt Stat-Punkte. Aber das ist ja noch ein Tier-1-Pet, da brauche ich ja keine Stats. Das geht ja. Gibt es irgendeinen Spell, der das... der den Idle-Mode verhindern würde? Nicht wirklich, ne? Da kommen wir so nicht richtig weiter. Ja, gut, zumindest haben wir die Playtime hier, das ist doch auch was. Idle Mode sehe ich bestimmt hier dann irgendwo. Vielleicht auch nicht. Liquid Shadows. Die kriege ich bestimmt mit dem Umbramancer oder so. Könnte ich mir gut vorstellen, dass der... Ja, okay, hier genau. Liquid Shadow, sehe ich schon. Den kann ich aber, glaube ich, noch nicht unlocken. Also jetzt in dem Run sowieso nicht, ist klar. Den Chronomancer habe ich inzwischen freigeschaltet. Der Umbramancer... Das ist completed. Naja, wir müssten halt als Apprentice 2750 Mana Gems kriegen und das funktioniert im Moment noch nicht mal mit einer Klasse. Also. Da bin ich als Apprentice gerade noch ein gutes Stück von entfernt. Ich frage mich, ob die Catalysts auch während Challenges wirken. Ist wahrscheinlich pro Challenge definiert, ob die Catalysts wirken oder nicht. Okay, steht hier nichts mit bei. Weil gerade Stats und so werden ja gerne mal deaktiviert. Steht hier jetzt nichts mit bei. Hm. Also entweder wird das noch nachgepatcht oder die sind tatsächlich aktiv die ganze Zeit. Richtet sich die Zeit hier eigentlich? Depends on points gained, amount of mysteries and hero level. Okay. Also mit Hero Level sinkt das, verstehe. So stumpf immer alle paar Sekunden das Ding dann klicken, ist schon ein bisschen bescheuert. Also ich könnte halt einen Autoklicker draufsetzen, aber ich habe halt nicht mal einen. Der Umbramancer basiert, glaube ich, auch grundsätzlich darauf, dass man manuell klickt und wahrscheinlich der... Wie heißt der? Shadowstalker? Nee.
Vermutlich dann auch. Also die werden. Ja, wobei. Aber allein für die Achievements wäre es halt nett. Dann kommen wir, glaube ich, tatsächlich relativ zügig zu Paragon 10. Und das sind dann immerhin. Ja, sind es 600% Profits oder sind es 900%? Gute Frage. Auf jeden Fall mehr Bonus. Das bringt schon ganz gut was. Was wäre Stufe 11? Ich bin so bescheuert, ne? Da hol ich hin. Bei Stufe 11 hätten wir sogar auch schon. Also dann wären wir. Okay. Okay, also der Sprung auf Stufe 11 geht relativ zügig. Stufe 12 dauert dann ein bisschen. Allerdings haben wir mit Stufe 12 dann auch gleichzeitig Stufe 13 mit, weil wir das schon erledigt haben. Okay, also Achievements farmen, das ist es. Fantastisch. Ich könnte bestimmt noch ein paar Secret Achievements machen. Da haben wir, glaube ich, noch nicht so viele. Ja, 17 jetzt. Gibt es eigentlich Achievements für nicht im Idle Mode sein oder so? Total Playtime, ist das hier? Total Time Played in Idle Mode, ja, okay. Time Played in Offline Mode, okay. Es gibt halt für alles Mögliche, aber nicht für aktive Zeit. Das ist sehr bedauerlich. Na, hier können wir, glaube ich, so schnell auch nicht weiter. Challenges wäre halt eine Sache, aber 14 Challenges für ein Achievement, das ist halt so, ja, machst du halt nebenher. Wir kriegen auf jeden Fall noch einen Achievement-Punkt, wenn wir. Noch ein Achievement, wenn wir 400 Achievements haben. Das heißt, eigentlich brauchen wir sogar nur 13, nicht 14. Na, 6000 Achievement-Punkte wird noch ein bisschen dauern. Crafting Materials sammeln wird halt auch noch dauern. 10 Items geht auch nicht so schnell. Na, und hier halt entsprechend Catalyst sammeln, aber das wird eben auch dauern. Nicht, dass das wichtig war, aber wenn ich hier eh schon rumklicke, kann ich auch die Ressourcen einsammeln. Kommen wir eigentlich irgendwie direkt zum Crafting? Gibt es da einen Hotkey für? Muss ich mal nachgucken. Bin mir überlegen, ob ich die Gemshoes halt noch weiter verbessern will. Kann ich jetzt aber halt nur dreimal machen. Na, und ich könnte theoretisch. Hier noch Sachen umbasteln. Den blau. So, viel mehr bringt mir das auch nicht. Also wir kriegen das auf jeden Fall nicht komplett hochgewertet. Ja. Jetzt den Umbramancer, ach Quatsch, den Umbramancer, den Shadowstalker unlocken ist halt schon. Schon der Teil am Spiel, der nicht unbedingt Spaß macht. Kannst du halt echt ein.
Autoklicker draufsetzen, der halt alle 5 Sekunden mal klickt. Das reicht. Wahrscheinlich sogar alle 10 Sekunden, oder? Wie lange braucht denn das Ding zum Aufladen? Ach, 20 sogar. Okay. Also prinzipiell einmal alle 17, 18 Sekunden klicken, so zur Sicherheit, und dann passt das. Apropos unspektakulär. Ich habe gerade schon mit der Agentur für Arbeit telefoniert und mäßig erfolgreich. Ich fand es aber einfach sehr schön, dass ich einen Typen mit einem nordischen Akzent am Telefon hatte, der auch einfach sehr entspannt war, nicht? Also der hatte wirklich so eine tiefe Ruhe drin. In dem ganzen Telefonat, so als wäre er auch gerade erst aufgestanden, ne, und hätte vielleicht auch noch keinen Kaffee getrunken. Also der Typ war an sich ganz cool. Auch wenn das Gespräch nicht sehr ertragreich war, aber sei es drum. Ne, prinzipiell überlege ich, einen Bildungsgutschein zu beantragen für eine Weiterbildung, die ich machen will. Die Sache ist, die Weiterbildung könnte ich halt frühestens im November machen. Und das war so, ja okay, Bildungsgutschein, wann beantrage ich den dann? Macht das jetzt schon Sinn? Kann man das für einen bestimmten Zeitpunkt machen? Weil also, prinzipiell beantragt man einen Bildungsgutschein eben nicht konkret für eine spezielle Fortbildung, sondern erstmal grundlegend. Da hilft es auf jeden Fall, wenn man schon eine konkrete Fortbildung hat, die man machen möchte. Aber du kriegst halt grundlegend erstmal einen Bildungsgutschein, der 3 Monate gültig ist. So, und dann war halt meine Frage, ob ich das halt jetzt irgendwie schon machen kann. Und ob der dann quasi für einen späteren Zeitpunkt einfach ausgestellt werden kann, dass er dann halt irgendwie gültig ist. Aber es war so, ja, nee, müssen dann ja auch ein paar Sachen prüfen und hier und da und nee, da kann man jetzt auch noch gar nichts zu sagen. Melden Sie sich so im September nochmal. Oder sonst so, naja, Mitte August vielleicht. Ich so, okay, dann melde ich mich Mitte August nochmal und frage nochmal freundlich an. So, alright. Ich weiß nicht, ob mir das ein bisschen zu knapp ist. Aber, also ich weiß halt nicht, wie schnell ich die Entscheidung dann kriege. Und ich meine, ich muss ja dann schon sehen, okay, arbeite ich halt irgendeinen Job weiter? Oder mache ich dann gegebenenfalls eine Weiterbildung und mache halt nur einen Nebenjob? Weil die Weiterbildung, die ich da irgendwie vor Augen habe, sind halt schon mal 25 Stunden pro Woche. Da werde ich halt sicher nicht noch Vollzeit nebenher arbeiten. Nochmal irgendwie mit 39 Stunden pro Woche oder so, sondern dann halt eher einen Minijob wahrscheinlich nicht. Und schon irgendwas Sozialversicherungspflichtiges machen, aber halt irgendwas mit 15 bis 20 Stunden die Woche. Da kommt dann zwar nicht super viel Geld rum, aber wenigstens muss ich meine Krankenversicherung dann nicht komplett alleine zahlen. Tja, mal schauen. Mal schauen, wie das so läuft. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch 5 Monate Zeit, in der ich mich nicht drum kümmern muss. Ist auch okay. Sollte mir vielleicht einen Wecker auf August stellen, wenn ich dann dran denke. Ja, mal gucken, vielleicht hat sich bis dahin auch schon was ganz anderes ergeben. Mal gucken. Gott, das wird auch mal wieder eine seltsame Situation. Ich habe halt ewig keine Bewerbungsgespräche mehr gemacht. Also das letzte Mal halt vor knapp 8 Jahren. Ist eine Weile her. Wobei, nee, eigentlich stimmt das nicht.
Eigentlich tatsächlich zuletzt vor einem guten halben Jahr. Aber das war in dem Sinne kein Bewerbungsgespräch. Also kein klassisches. Es war halt so ein Mini-Assessment Center, aber das war halt firmenintern. Also da hatte ich halt schon 7 Jahre in dem Unternehmen gearbeitet, wo ich jetzt bin. Also da geht man dann doch irgendwie mit einer anderen Einstellung rein, weil man natürlich die Leute, die einem da gegenüber sitzen, seit Jahren kennt. Zum Teil duzt. Also da geht man irgendwie mit einer ganz anderen Ruhe in so ein Gespräch, als wenn man bei einer kompletten neuen Firma irgendwie aufläuft und sich da vorstellt und da halt niemanden kennt. Von daher ist das, glaube ich, auch nicht so richtig vergleichbar. Aber Bewerbungsgespräche ist eh ein interessantes Thema. Ich kriege ja nun relativ viele Bewerbungsgespräche mit, weil ich eben bei uns im Kino fürs Personal zuständig bin und mir natürlich auch die neuen Bewerber anschaue. Und ich finde einfach die Menge an Leuten erstaunlich, die so beim Bewerbungsgespräch überhaupt kein Interesse an dem Job zeigen. Wo ich mir dann denke, ja, warum bist du dann hier? Also gerade, weil wir halt nicht nur so ein einzelnes Bewerbungsgespräch irgendwie haben, sondern immer schon so 3, 4, maximal 5 Leute gleichzeitig einladen, die dann auch so eine kleine Gruppenaufgabe, also eine kinobezogene Gruppenaufgabe zusammen machen lassen. Einfach um auch zu gucken, wie die im Team funktionieren, weil ganz ehrlich, wenn du im Kino im Service arbeitest, die eigentlichen Aufgaben sind da jetzt keine Rocket Science, also es ist jetzt nichts Kompliziertes, was zumindest für uns da irgendwie wichtig ist, ist halt, dass du zeigen kannst, dass du teamfähig bist, also dass du halt mit Leuten vernünftig zusammenarbeiten kannst, die du nicht wirklich kennst, beziehungsweise auch mit einfach einer verschiedenen Gruppe an Leuten zusammenarbeiten kannst, weil wir eben ein relativ großes Team haben, was aber jeden Tag anders zusammengestellt ist. Einfach weil es viele studentische Teilzeitkräfte gibt, die nur 3 Tage die Woche da sind, Minijobber, die nur 2 Tage die Woche da sind. Also ne, ist natürlich schon jeden Tag irgendwie eine andere Zusammenstellung. Und halt einfach zeigen, dass du grundsätzlich Interesse an dem Job hast und eben nicht komplett auf den Kopf gefallen bist. So halt so ein Stück weit mal zumindest so einen Schritt vorausdenken kannst, das wäre halt irgendwie so ganz nett, beziehungsweise halt Arbeit einfach, wenn sie vor dir liegt, siehst und machst. So, das sind auch schon sämtliche Anforderungen, die wir haben. Also brauchst halt keinen Abschluss, kein gar nichts. Musst halt prinzipiell nichts können, musst halt eigentlich nur, also ganz grob gesagt, du musst eigentlich nur Interesse an dem Job zeigen und nicht doof sein. So, das sind echt keine hohen Anforderungen. Aber wie viele Leute dann auch, also natürlich haben wir so ein Einzelgespräch auch damit drin, gehört ja auch irgendwie mit dazu. Aber wie viele Leute dann da, gerade auch wenn man eigentlich die direkte Konkurrenz hat, also man sieht ja, okay, da sind noch 3, 4 andere Leute, die sich gerade auch bewerben, dass man dann im Einzelgespräch da so steht und so, ja, ich dachte, ich guck mal, kann so ganz gut mit Menschen. Ja. Puh, was ich mir unter Service vorstelle, ja, weiß nicht. Ich halt so Karten abreißen. Vielleicht mal einen Müllsack halten. Ja. Und ich meine, das war jetzt auch schon ein bisschen ein extremes Beispiel, aber so in die Richtung geht das bei extrem vielen Leuten, wo ich mir denke, so. Also, möchtest du hier arbeiten oder bist du eigentlich nur zum Zeitvertreib zum Gespräch gekommen? Das ist so, ich verstehe das nicht. Also ich meine, klar ist Kino für viele nur ein Aushilfsjob irgendwie. Es ist halt so, die machen das halt als Job neben Studium oder als Minijob neben der eigentlichen Arbeit nebenher. Klar. Und es ist halt in Häkchen nur ein Job. Also, ne? Ich bin halt prinzipiell auch kein Fan davon, Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Also kopfmäßig.
finde, ein Job sollte idealerweise nicht das Leben bestimmen, aber ich meine, du musst dem Arbeitgeber oder deinem potenziellen Arbeitgeber doch schon irgendwie zeigen, dass du Interesse an der Sache hast. Weil sonst sagt er sich doch auch, ja, pf, was will ich denn mit dem? Und ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, dass man da irgendwie so mit einem Minimum an Vorbereitung irgendwie reingeht, dass man mal irgendwie 5 Minuten googelt, was man irgendwie an Aufgaben machen muss. Nicht im Bewerbungsgespräch, sondern in dem eigentlichen Job. Also habe ich selber nur, ist bei mir ewig her, dass ich mich im Kino beworben habe, aber da findet sich halt 100 pro ruckzuck irgendwas, wo irgendwie drin steht, okay, es gibt halt die und die Bereiche, das und das macht man da. Und dass man teilweise wirklich im Bewerbungsgespräch so gar keine Ahnung hat, was eigentlich im Job von einem erwartet wird, das ist halt einfach so ein absolutes No-Go. Selbst wenn es halt nicht der Hauptberuf ist, den man dann irgendwie ergreifen möchte. Aber man muss doch irgendwie, keine Ahnung, ich kann jetzt wahrscheinlich nur 38 Mal wiederholen. Ich sage so, ich verstehe es einfach nicht. Ich begreife es nicht. Und es ist jetzt nicht nur so, dass es jetzt hin und wieder mal auftauchen würde, sondern es sind halt, keine Ahnung, im letzten halben Jahr gefühlt 50-60% der Bewerber, die so auftreten, so, ja, eigentlich keine Ahnung, was ich hier machen soll, keine Ahnung, was von mir erwartet wird in dem Job. Ist halt ein Job im Kino, also werde ich schon machen können. Also, grundlegend ja, aber halt nicht mit der Einstellung. Das ist es halt. Ich glaube, das ist auch der Punkt, weil wenn man sich halt so überhaupt nicht darauf vorbereitet, vermittelst du ja also nicht nur ein gewisses Desinteresse, sondern auch einfach, es ist ja eine Art von Arbeitseinstellung auch, die du dann rüberbringst, die dem potenziellen Arbeitgeber ja auch zeigt, naja, scheint ja grundlegend nicht so engagiert zu sein. Dann schon mal eher ein Minuspunkt. Weiß ich halt nicht. Ich glaube, mein persönliches Highlight war in letzter Zeit, wir haben immer so ein kleines Frage-Antwort-Spielchen. Also die Bewerber kriegen halt so einen Stichpunkt rübergegeben im Einzelgespräch, also mehrere Stichworte nacheinander. Und sollen immer spontan darauf antworten, was ihnen dazu einfällt. Da gibt es irgendwie gar nichts Spezielles, was wir da hören möchten. Also da gibt es nicht irgendwie zu jedem Stichwort die eine Antwort, die wir da gerne hören möchten, sondern das ist einfach nur so ein paar Punkte abklappern, was die halt grundsätzlich zu was denken. Und eines der Stichworte ist Service. Und was halt ein Bewerber, ohne groß nachzudenken, da raushaute, war anstrengend. Ich denke so, dann bist du in einem Service-Job vielleicht falsch. Also, klar kann Service anstrengend sein. Auf jeden Fall. Das hängt halt sehr viel an den Gästen. Aber nee. Vielleicht mal nicht so. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal irgendwie einen Service-Job gehabt hat. Service ist halt schon so eine Hassliebe. Definitiv. Also, wenn man mal so 4 Wochen irgendwo im Service gearbeitet hat, irgendwo an der Kasse, irgendwo, wo man mit Kunden zu tun hat, erstmal so mindestens 4 Wochen gemacht hat, entwickelt man schon so einen dezenten Grundhass auf die Menschheit. Das gehört einfach dazu. Aber für mich, keine Ahnung, ich mach's trotzdem gerne. Also ich freue mich
trotzdem über jeden Kunden, über jeden Gast, der halt mit einem Lächeln von meiner Station weggeht. Ich meine, gut, an sich habe ich jetzt einen Bürojob mittlerweile, aber es ist halt nicht so, dass ich nicht auch noch regelmäßig an der Kasse aushelfen würde. Und ich freue mich einfach, wenn ein Gast mit einem Lächeln von der Kasse weggeht. So, keine Ahnung, finde ich einfach gut. Und ja, klar sind da auch Leute dazwischen, die einfach hart anstrengend sind und einfach nur rummaulen wollen und dem man auch nichts recht machen kann. Ist halt so, meine Güte, da muss man aber dann halt auch drüber stehen. Und klar gibt es auch grundlegend Tage. Ich meine, ich habe ja vor dem Bürojob halt auch wirklich jahrelang im Service im Kino gearbeitet, also halt als ganz normale Servicekraft. Und klar gibt es auch Tage, wo du hinterher einfach sagst, bin ich froh, dass dieser Tag vorbei ist. Das hast du in jedem Job wahrscheinlich. Aber so grundsätzlich, während man sich auf einen Service-Job bewirbt, zu sagen, Service finde ich anstrengend? Warum sucht man sich denn freiwillig einen Job aus, den man anstrengend findet? I don't get it. So, aber wie viel Zeit sind wir denn jetzt eigentlich? Ich glaube, das könnte fast schon reichen. Wir haben bei 30 Minuten und ein paar zerquetschte Playtime angefangen, hier zu klicken. Ich glaube, ich würde jetzt zur Sicherheit noch so 5 Minuten klicken, bis wir die Stunde voll haben. Wir brauchen eine Stunde 20 Playtime insgesamt, ne? Ja, okay. Aber dann kann ich, also wenn ich dann sicher bin, dass ich mindestens irgendwie 20 Minuten nicht im Idle-Mode war, kann ich ja dann kurz unter die Dusche hüpfen. Und wenn ich wiederkomme, ist der Shadowstalker unlocked. Das wäre so mein Plan. Das könnte wohl funktionieren. Wie warm ist es draußen eigentlich? Ich glaube, es ist heute super warm, also verhältnismäßig. Dafür, dass es nachts immer noch friert. Oh wow, 7 Grad. Okay, das ist nicht so richtig warm. Dafür, dass irgendwie 13 Grad angekündigt waren, ist das gerade mal so die Hälfte. Dann gehe ich vielleicht doch nicht nur in Shorts zu meinem Vermieter, um den Schlüssel abzuholen. Ja, dann würde ich sagen, da ich hier im Moment nicht mehr mache, als noch stumpf 3 Minuten zu klicken. Lassen wir das an der Stelle einfach mal gut sein. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken. Wünsche euch noch einen angenehmen Tag und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.